Flo testet es back. Ja, es ist einiges schief gelaufen, aber wir sind jetzt wieder da. Nicht mit dem Erhofften, aber mit was anderem. Und es gibt wirklich eine kleine Premiere, also bleibt dran. Los geht's. Kleine Premiere, ja, worum geht's denn genau? Heute gibt's ein Produkt, ja, von dem habe ich tatsächlich. Ich bin in den Laden gegangen und habe das erste Mal dort gesehen. Ja, normalerweise ist es so, du bist schon informiert und alles, hast deine Quellen. Aber heute wirklich hingegangen, was? Das gibt's? Ja. Chocolate Chips, Winter Dream, Lebkuchengeschmack. Tatsächlich, ja. Man könnte es fast übersehen. Ja, weil die normalen Chocolate Chips, die haben ja auch quasi so eine beigefarbene, da, wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall so eine cremefarbene Optik. Aber natürlich Chocolate Chips im Moment im Angebot. Natürlich gleich mal geguckt, so eine Packung mitzunehmen, weil die kann man sich mal reinhauen. Wenn man Pech hat, hat man gleich das ganze Ding hinter. Und da habe ich die dann entdeckt, habe die mitgenommen und dann schauen wir mal. Knusperchips mit Lebkuchengeschmack überzogen mit Milchschokolade, 49,7%. Dekoriert mit Zartbitterschokolade. Schokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. Leider. Tja. An den Nährwerten kann man schon erkennen, tja. So geil ist das jetzt nicht. Wer hätte das auch erwartet? Das sind Chocolate Chips, das sind keine Erdbeeren oder was weiß ich. Wir machen das jetzt erstmal auf. Und tatsächlich, ja, Chocolate Chips neu. Durchsichtig. Ja, entweder hat das von der EU, aber es ist ja immer noch so ein Plastik. Weil damals war das noch eine andere Verpackung. Und jetzt kann man mal riechen. Oh, warte mal. Oh, ganz komisch. Hat irgendwie noch so einen anderen Touch. Haselnussmäßig, oder? Einfach mal so ein Ding hier rein. Aber ihr kennt ja dieses Phänomen auf meinem Kanal. Ich teste eine Edition, so eine Limited Edition jetzt in dem Fall, von einer Edition, die es schon als normal gibt, ne? Und es schmeckt minimal anders wie die normale Edition. Und in dem Fall ist es Lebkuchen. Und der Lebkuchen, der sticht hier überhaupt nicht hervor. Du hast zwar nicht dieses kräftige Schokoladenerlebnis wie bei den normalen Chocolate Chips, das geht natürlich unter, aber genauso geht der Lebkuchen auch unter. Dieser Lebkuchen kommt nicht durch. Aber dazu kommt ja auch noch die Zartbitterschokolade, die ja ganz normal auch dabei ist. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, je nachdem. Ach, das gab es ja schon mal. Ja, wie blöd kann man sein? Nee, das steht hier nicht drauf, dass es das schon mal gab. Hab bei YouTube nochmal nachgeguckt. Es gab mal Spekulatius vor ein paar Jahren, das weiß ich, 2019. Aber die gab es auch schon mal. Ja, Lebkuchengeschmack. In dem Fall hätte man allerdings die Rezeptur mal ändern können und den Lebkuchen ein bisschen krasser hervorheben können. Ja, aber das regt mich sowieso mal auf. Also zumindest beschwere ich mich darüber. Das ist immer so mein Kritikpunkt, dass das nicht so vorkommt. Ich meine, was präsent sein soll in dem Fall, ja, der Lebkuchen. Habe ich ja schon gesagt. Lebkuchen, Leute. Deswegen bleibt das für mich einfach nur eine Durchschnittssorte, die man sich vielleicht einmal mitnehmen kann, wenn man sich denkt, ach ja, gibt es ja eh nur zur Weihnachtszeit, sage ich jetzt mal, oder in dem Fall ja schon im September. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, komm, das muss ich mir jetzt ein paar Mal holen, nochmal schnell essen, bevor es weg ist. Weißt du, ich würde das jetzt nicht vermissen, wenn das nicht mehr im Regal steht, ganz ehrlich. Da kaufe ich mir die normalen, wenn die nochmal im Angebot sind, aber die lasse ich lieber stehen. Deswegen würde ich einfach sagen, ja, 4 von 10, ein bisschen unter der Hälfte, ja, müssen wir ein bisschen krass sein, die müssen wir ein bisschen hart bewerten. 4 von 10, Leute. Ist wirklich nicht gut. Nee, tatsächlich. Ich meine, geschmacklich, ja, sowas esse ich. Die werde ich auch weiter aufessen. Aber ja, trotzdem, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Hab gehofft, je mehr du isst, von Mal zu Mal wird der Geschmack kräftiger, aber ändert sich gar nichts. Tut mir leid. Bleiben wir bei 4 von 10. Gehen wir dann zum nächsten Test. Lassen das hinter uns und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.